Mein Name ist Knut Reinhardt und ich war Lehrer hier am Städtischen Gymnasium für Physik, Technik und Informatik. Und ich mache neuerdings in Kunst. Aber Kunst und Naturwissenschaft, das passt ja zunächst mal nicht unbedingt zusammen. Doch, warum? Ich habe jetzt durch Zufall einen 25 Jahre alten Zeitungsartikel wiedergefunden, der zeigt, dass wir in dem Unterricht bei uns an der Schule vor 25 Jahren bereits die Robotik als Unterrichtsfach jedenfalls bearbeitet haben. Dieser Unterricht war geprägt von hervorragenden Schülern. Die kamen zum Beispiel am nächsten Morgen dann bei diesem Thema in den Unterricht und sagten, ach, gucken Sie mal, Herr Reinhardt. Und das haben sie mir gezeigt. Sie haben hervorragende Programme mir gezeigt, die sie am Nachmittag, am Abend, in der Nacht geschrieben haben und die wir dann entsprechend zur Robotersteuerung benutzt haben. Diese damaligen Unterrichtsergebnisse, die basieren auf der Schülerarbeit, sind heute Grundlage meiner entsprechenden künstlerischen Aktivität. Denn ich habe es heute als Schwerpunkt, dass ich Kunst am Computer kreiere und dann Roboter baue, Roboter beauftrage, diese Kunst zu realisieren, auszuführen. Die Möglichkeit der computergesteuerten Roboter auch Farbe aufzutragen, und zwar ganz gezielt, tropfenweise, tropfenförmig, ganz langsam, mit einer großen Zeitdehnung, ermöglicht es, also sehr exakte und sehr komplizierte Kunstobjekte entstehen zu lassen. Diese damit erreichte Dreidimensionalität, die ist so faszinierend, dass ich also versuchte, dann auch weitere Möglichkeiten zu finden, um das zu praktizieren. Und gefunden habe ich eben halt das Perforieren, das Bohren in Glas, was ich mit Robotern eben halt auch kann. Und daraus ergaben sich diese wunderschönen Lichtstatuen, die dreidimensional im Grunde genommen eine Atmosphäre ausmachen. Die damalige Arbeit mit Schülern über die Robotik ist die Grundlage meiner heutigen künstlerischen Arbeit. Ich habe gute Ausstellungen, bin sehr zufrieden und für diese Mitwirkung möchte ich meinen Schülern ganz, ganz herzlich danken.